Was? Wie geht's? Ich grüße euch. Endlich mal gute Neuigkeiten aus Quatsch. Die letzten Daedra wurden vertrieben. Der ist klasse. Schönen Tag. Ja? Die Gilde der Magier, sagt ihr? Oh, der Graf weiß ganz genau, dass ihr hier seid. Er hat lediglich kein Interesse daran, euch... Nun, da ich euch mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich ihm das nicht verdenken. Trotzdem werde ich mich bemühen, ihn umzustimmen. Kommt morgen wieder. Vielleicht wird er euch dann empfangen. Wieder. Ich bin Halliurz, Graf Skingrads Majordomo. Ich fürchte, das ist nicht mein Gebiet. Ihr... Wiedersehen. Gruß euch. Ist bereits ein Tag. Dann habe ich, wie ich bereits sag. Hören wir uns das einmal an. Guten Abend. Lästige Kreatur. Worum geht es hier? Ihr da, ich habe eine Neuigkeit. Der Graf hat eingewilligt, euch zu empfangen. Er will sich um 2 Uhr in der Nacht außerhalb der Stadt, nördlich der verfluchten Mine, mit euch. Es wäre klug von euch, folgt der Straße aus Skingrad hinaus nach Westen und über die Hochweide. Der Eingang zur Mine liegt südlich der Straße. Der Graf wird euch direkt... Verzeiht. Wünscht ihr etwas? Haltet den Mund. Seid gegrüßt, Bretone. Hallo. Ich bin Tamika. Wir züchten unsere... Seht euch vor. Zu sehr in der Öffentlichkeit. Kommt um Mitternacht hinter die große Kapelle. Lasst euch nicht verfolgen. Schau einer an. Ihr kommt früh, Magier. Ich fürchte, ich war nicht ganz ehrlich. Der Graf wird nicht kommen. Wir werden nicht zulassen, dass die Gilde unsere Pläne vereitelt, auch nicht für den Grafen. Also müsst ihr sterben, doch kein...
werdet ihr müde. Unmöglicher Tor, was ist in euch gefahren, dass ihr glaubt, ich würde ausgerechnet diesen Ort als Treffpunkt wählen? Immerhin hat eure Einfältigkeit einem nützlichen Zweck gedient. Ich wusste von Mercator, aber nicht von seinen Freunden. Jetzt ist keiner von ihnen mehr eine Gefahr. Erkennt ihr einen Totenbeschwörer nicht, wenn ihr einem begegnet? Ich hatte den Verdacht, dass Mercator diesem Kult angehörte. Wollte aber nicht gegen ihn vorgehen, solange ich nicht wusste, wer seine Verbündeten sind. Graf Janus Hasildor, zu euren Diensten. Ein Dankeschön. Entgegen allem, was der Rat vielleicht glaubt, habe ich mich nicht mit den Totenbeschwörern eingelassen und würde dies auch nie tun. Ihr könnt diese Nachricht... Ach... Vielleicht ist euer Rat nicht ganz aufrichtig zu euch gewesen. Glaubt ihr wirklich, dass sie euch nur wegen eines Buches hierher geschickt haben? Nein, sie haben euch geschickt, um mich auszuspionieren. Ihnen sind dieselben Gerüchte wie mir über den Kult der Totenbeschwörer zu Ohren gekommen. Sagt im Rat, wenn sie wieder einmal etwas von mir wollen, dann sollen sie selbst kommen. Sie sollen niemanden unter falschem Vorwand schicken. Ja, ich sehe das jetzt ein. Ich bereue, dass Traven euch auf diese Weise... Vielleicht werdet ihr euch in Zukunft als vertrauenswürdig genug erweisen, dass euch ernst... Vorerst haben wir hier nichts mehr zu tun. Ich schlage vor, ihr kehrt jetzt zum Rat zurück. Guten Morgen. Grüße. Ihr seid's, hi. Wart ihr in Skingrad und... Gerettet hat er euch? Nun, das ist ein gutes Zeichen. Ich muss mich entschuldigen. Es lag nie in der Absicht des Rates, euch in Gefahr zu bringen.
Erzmagier Traven fürchtete, die Entsendung eines hochrangigen Vertreters der Gilde würde zu viel Aufmerksamkeit erregen und den Grafen verärgern. Außerdem hatten wir Angst, dies könnte die Totenbeschwörer in der Gegend so verschrecken, dass sie sich nicht mehr zeigen würden. Die spezielle Art des Grafen ist nicht öffentlich bekannt. Der Rat wünscht, damals sah man keinen Grund, euch zu informieren, da dies für... Aus diesem Grund konnte ich euch nicht mehr über seine wahre Identität verraten. Wir wollten lediglich einen Überblick über die Lage in Skingrad gewinnen. Unsere Beziehungen zu Hasildur sind... Der Rat hat beschlossen, seine Eigenart geheim zu halten. Und im Gegenzug lässt er uns gelegentlich nützliche Informationen zukommen. Als Vampir hat der Graf nur wenige Verbündete, denen... Er hat seine Eigenart vor den meisten geheim gehalten. Doch vor dem Rat der Magier... Wie ihr gesehen habt, ist dieses Abkommen in jüngster Zeit einer starken Belastung ausgesetzt. Es ist nicht ganz so einfach. Sicherlich ist Hasildur mächtig, doch der Rat sieht ihn nicht als eine Gefahr an. Immerhin hat er eine lange Zeit ohne jeden Zwischenfall über Skingrad regiert. Wir befürchteten, dass Hasildur möglicherweise mit den Totenbeschwörern unter einer Decke steckt. Dank eurer Bemühungen hat es sich gezeigt, dass dies offenbar nicht der Fall ist. Jedenfalls im Augenblick noch nicht. Wir werden die Situation weiter überwachen. Ihr habt eure Aufgabe in bewundernswerter Weise. Eure Dienste für die Gilde sind nicht unbemerkt geblieben. Von nun an seid ihr im Range eines... Nehmt dieses Amulett als Zeichen eures neuen... Seid ihr dazu bereit? Falls nicht... Sehr gut. In einer der Eyleit-Ruinenstätten am östlichen Rand der... Irlaf Jarol leitet das Projekt und braucht... Ich dachte, eine Ruhepause würde euch gut tun. Sprecht mit Irlaf Jarol. Er ist ein guter Mann, wurde aber in jüngster Zeit durch Ratsgeschäfte abgelenkt und hat seine anderen Aufgaben vernachlässigt. Die geheime Universität gibt es schon so lange... Irlaf müsste euch erwarten. Seid mir gegrüßt. Wie geht es euch? Mit euch reden. Es ist dringend. Was braucht ihr, Kamerad?
Mein Ohr, mein Schwert. Wir werden an der mythischen Morgenröte bittere... Gruß euch. Guten Tag, Herr. Guten Tag, Herr. Ich fürchte. Guten Abend, Herr. Was? Gehabt euch vor. Es tut gut, wieder hier zu sein. Ich bekomme schon wieder mehr Mut. Möge euer Schwert stets sein Ziel. Seht euch ruhig um. Schön, einen neuen Kunden zu... Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Sagt, was ihr zu sagen habt. Einverstanden. Ich habe keine Wahl. Bemerkenswert.
Was für ein mieser Scherz. Erzählt nicht solchen Unfug. Erzählt nicht solchen Unfug. Verzeiht, ich verstehe nicht. Ich wünschte, ich könnte. Einverstanden. Ich habe keine Wahl. Wirklich? Interessant. Das ist wirklich albern. Ihr braucht gar... Ja. Oh, das ist nicht schlecht. Lebt. Wohl. Seht euch. Wir verkaufen nur vom Besten. In Ordnung? Weder jetzt noch in... Ja. Oh ja. Verzeiht, ich... Wirklich? Interessant. Einverstanden. Ich habe keine... Gute Arbeit. Was für ein mieser Scherz. Erzählt nicht solchen Unfug. Gute Arbeit. Das soll komisch sein? Weder jetzt... Hört auf! Ihr macht mir Angst. Gute Arbeit. Was für ein mieser Scherz. Was für ein... Hört auf! Ihr macht mir Angst. Ihr seid gut. Lebt. Wohl. Seht euch ruhig. Ich glaube, ihr seid genau der Richtige für... Ich leite die Gesellschaft betroffener Händler. Wir haben diese Gruppe vor einiger Zeit gegründet, um ein gutes, angemessenes wirtschaftliches Gleichgewicht in der Stadt zu halten. Nicht alle Ladenbesitzer sind schon Mitglied, aber wir versuchen sie nach und nach davon zu überzeugen, uns beizutreten. Alles war in bester Ordnung, bis Toronir seinen Laden hier in der Nähe eröffnete. Er verkauft alle möglichen Waren und unterbietet dabei die Preise, dass es kaum zu glauben ist. Er verkauft nicht immer das, was sie auch im Angebot haben. Aber trotzdem ist das ein Problem. Wenn jemand etwas kaufen will, gibt er sein Geld lieber dort aus. Und damit bleibt nichts mehr für uns übrig. Er steht mittlerweile so schlecht, dass einige von uns bald schließen müssen. Er weigert sich strikt, der Gesellschaft beizutreten. Oder auch nur über die Angelegenheit zu reden. Wir sind davon überzeugt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Wir möchten euch bitten, sein Geschäft auszukundschaften und herauszufinden, wo er seine Waren herbekommt. Findet einen Beweis für seine Wir können nicht selbst gehen, weil er uns alle erkennen würde. Ihr erhaltet ein nettes Kopfgeld, wenn ihr ihn... Sein Inventar muss gestohlen sein, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt mehr Erfolg damit seinen... Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Hab Dank. Nochmals danke für eure Hilfe. Beste Verteidigung. Ich kann alles reparieren, was ihr kaputt macht. Geht nur. Macht euch nicht lä- Oh, der ist gutes Argument. Ihr seid erbärmlich.
Ich kämpfe nicht gegen euch. Macht euch nicht lächerlich. Bla, bla, wo habt ihr den her? Das ist gut. Ich glaube euch nicht wirklich. Diese Runde geht an euch. Oh, der ist klasse. Das ist wirklich zu viel. Bla, bla, bla. Das ist so langweilig. Dass ich nicht lache. Das ist wirklich komisch. Gutes Argument. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Bla, bla, bla. Der ist klasse. Diese Runde geht an euch. Ich glaube es nicht. Wo habt ihr den her? Ich kann nicht widersprechen. Macht euch nicht. Bla, bla, bla. Das ist so langweilig. Dass ich nicht lache. Wo habt ihr den her? Ich kann nicht widersprechen. Das ist ein wenig übertrieben, findet ihr nicht? Dass ich nicht lache. Das ist wirklich komisch. Ich kann nicht widersprechen. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Das ist ein wenig übertrieben, findet ihr nicht? Bla, bla. Wo habt ihr den? Gutes Argument. Verstehe. Lebt wohl. Die beste... Was haben wir denn hier? Lebt wohl. Ich bin Barnardo. Ich kümmere mich um die schweren Rüstungen bei Die beste Verteidigung. Ich bin außerdem Ausbilder für... Ich bin recht praktisch begabt. Was muss repariert werden? Schönen Tag. Was kann ich heute für euch? Was soll mit meinem... Nun ja, das wäre ein Geschäftsgeheimnis. Ich kann... So wie ein Bäcker seine besten Rezepte... Lasst es euch genügen, dass sie sehr zuverlässig und sehr günstig sind. Kommen wir zum Geschäft. Geht nur. Es reicht. Wohl kaum. Meine Güte, was soll ich dazu... Gar nicht witzig. Nicht mal ein bisschen. Bitte, da werde ich... Diese Runde geht an euch.
Ihr seid abscheulich. Wohl kaum. Wohl kaum. Oh nein, das ist zu viel der Ehre. Ich kämpfe nicht. Bleibt weg von mir. Es reicht. Bleibt weg von... Bitte, da werde ich ja... Wohl kaum. Ich kann nicht widersprechen. Bleibt weg von... Jetzt ist es aber gut. Wohl kaum. Wohl kaum. Oh nein, diese Runde geht an... Ihr solltet euch was schämen. Ihr solltet euch was schämen. Meine Güte, was soll ich dazu... Wohl kaum. Gutes Argument. Es reicht. Ihr solltet euch... Oh nein, das... Wohl kaum. Meine Güte, es reicht. Wohl kaum. Bleibt weg von mir. Bäh, das ist widerlich. Das ist ein schönes Kompliment. Gutes Argument. Wohl kaum. Gutes Argument. Bäh, das ist ein schön... Wohl kaum. Gar nicht witzig. Nicht mal... Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Ich kann nicht widersprechen. Wohl kaum. Wohl kaum. Es reicht. Ihr seid absch... Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeur. Wohl kaum. Das ist ein schönes Kompliment. Es reicht. Bäh, das ist widerlich. Ich kämpfe nicht gegen... Bleibt weg von mir. Jetzt ist es aber gut. Wohl kaum. Wohl kaum. Gutes Argument. Meine Güte, ihr solltet euch was schämen. Gutes Argument. Wohl kaum. Ihr solltet euch was schämen. Bitte, da werde ich ja rot, vielen Dank. Ihr solltet euch was schämen. Meine Güte, was soll... Wohl kaum. Es reicht. Wohl kaum. Ich kann nicht widersprechen. Bleibt weg von... Meine Güte, was soll ich dazu sagen? Das ist nicht schlecht. Lebt wohl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Abermals. Wir werden sehen. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Solche Geschäfte, es war mir ein Vergnügen. Ich bin ganz Ohr. Was darf ich euch anbieten? Den Preis kann ich mir nicht leisten. Lebt wohl.
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oh, Ontos Manin im Ruhestand. Schönen Tag. Grüße. Seid erneut gegrüßt. Habt Mitleid, nur eine Münze. Guten Abend. Wie ist das Wertebefinden? Es ist mir ein Vergnügen. Ja? Seid ihr das, Agamir? Psst, nicht so laut. Wie oft habe ich euch das schon gesagt? Es tut mir leid, ich bin an solche Treffen nicht gewöhnt. Dabei werde ich immer nervös. Nun, seid einfach still und hört mir zu. Die nächste Lieferung kommt früher, als ich dachte. Haltet nur das Geld bereit. Das gleiche Sortiment? Ich meine,
Ich habe fürs Erste genug Kleidung. Ihr nehmt, was ich habe. Ich bekomme in letzter Sekunde Bescheid und dann muss ich springen. Keine Zeit, wählerisch zu sein. Nun, diese Gesellschaft übt immer mehr Druck auf mich aus. Vielleicht sollten wir uns für eine Weile zurückhalten. Ihr zieht euch jetzt zurück und ich werde mein Geschäft woanders hinbringen. Oder vielleicht diese Jensin besuchen und ihr von eurem netten Plan berichten. Schön, ihr habt euren Standpunkt dargelegt. Gebt Bescheid, wenn ihr die Objekte habt. Dann treffen wir uns wieder. Keine Sorge, es dauert nicht lange. Jetzt raus hier. Anu? Ja? Inventar? Ich bin ein einfacher Pelzjäger. Mein Inventar... Ach ja? Ich kenne niemanden. Recht. Was ist los?
das ist. Abermals. Wollt ihr damit sagen, dass meine Waren von den Toten kommen? Eure Geschichte ist lächerlich. Klingt wie eine Lüge, die sich Jensine und ihre Bitte, wenn ihr nichts kaufen wollt, dann geht. Wollt ihr damit... Ich habe die besten Preise der Stadt? Warum? Ich kenne niemanden in Cyrodiil, mit dem man schwieriger... Wir werden sehen. Ich werde eure Beschuldigungen nicht ohne Beweise hinnehmen. Seid gegrüßt, Bretone. Abermals. Ich kann nicht glauben, was ich in diesem Buch sehe. Ich bin zutiefst beschämt. Ich kann es nicht verstehen. Es ist einfach zu schrecklich. Ja, das ist das Mindeste. Als allererstes werde ich mich nie wieder mit ihm treffen. Das kann ich euch versprechen. Und zweitens, erinnere ich mich daran? Ja, so ist es. Er sagte, dass er wohl nichts anderes... Ihr glaubt doch nicht, er findet nochmal... Oh nein, sicher nicht. Aber ich glaube fast doch. Oh je, was habe ich getan? Ja, tut ihr das. Und in der Zwischenzeit überlege ich, was ich mit diesen... Ich will sie nicht... Ich hoffe, man wird mir verzeihen... Was darf ich euch anbieten? In Ordnung. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich hatte keine Ahnung. Thank you.
Ich hatte das Gefühl, dass ihr früher oder später verstehen würdet. Aber diesmal wird nichts aus dem Friedhof gestohlen, sondern... Schluss! Soll ich jetzt etwa anfangen? Ja. Ja. Ihr mal eine Münze.
konntet ihr all... Dann können wir endlich in Frieden ruhen. Ich fürchtete, wenn er euch übertroffen hätte, wäre ich an der Reihe gewesen. Ich habe einige Entscheidungen getroffen. Ich werde all meine Ein... Und außerdem habe ich lange mit Yensin gesprochen. Ich weiß, dass ihr euer Leben riskiert habt, nur um mir eine Chance zu geben. Und Toronir vergisst so etwas nicht. Bitte akzeptiert... Das ist das Wenigste, was ich tun kann, um meinen Dank auszudrücken. Ich habe alle meine unrechtmäßig erworbenen Waren fortgeschafft und... Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Geht nur. Ihr habt Mitleid mit mir gehabt, das werde ich nicht vergessen. Habt Dank. Ja, doch, ich denke, ich habe ein wenig Zeit. Was ist? Hören wir uns das einmal an. Ich habe so sehr auf eure Rückkehr. Ich freue mich, dass Toronir sich entschlossen hat, sein Inventar dem Tempel zu... Gute Arbeit! Diese Schaufel ist der Beweis für Agamirs Verbrechen. Das zusammen mit dem Manifest... Als ihr fort wart, kam Toronir her. Und wir sprachen ausführlich über seine Rolle. Er erzählte mir, dass er vorhat, all das Geld und sein gesamtes Inventar dem örtlichen Tempel zu stiften. Er hat sich auch einfach... Und nicht zuletzt ist er der Gesellschaft offiziell beigetreten. Im Gegenzug hat die Gesellschaft entschieden, keine Anklage zu erheben. Jetzt wollt ihr sicher wissen, was eure Belohnung sein soll. Die Gesellschaft, vielen Dank im Namen aller. Ich bin reif genug zuzugeben, dass ich mich in Toronir getäuscht hatte. Er ist ein beliebtes Mitglied unserer Gruppe im Marktviertel. Es war mir ein... mit euch Geschäfte zu machen.